eine der wichtigsten und häufigsten harmonischen Bewegungen ist die Bewegung von 5 nach 1. Das heißt, Dominante, das wäre die 5. 5 deshalb, weil es ist der fünfte Ton. In C, C, D, E, F, G. Mein Name ist Daniel Guggenheim und heute möchte ich mich mit dem Thema Changes spielen befassen. Changes können innerhalb einer Tonalität stattfinden oder es können auch verschiedene Tonalitäten sein. Aber schon innerhalb einer Tonalität gibt es natürlich verschiedene Akkorde. Vielleicht kennt ihr das, man nennt das Stufenakkorde. Wenn wir jetzt zum Beispiel in C-Dur wären, gibt es C-Dur, D-Moll, E-Moll 7, F-Major, G7, A-Moll, H-Moll 7, B5. Also es gibt von jedem Ton einen Akkord. Akkorde sind Terzschichtungen in erster Linie. Das können drei Klängen sein, das heißt, es sind zwei Terzen übereinander, oder es können vier Klänge sein. Dann haben wir drei Terzen übereinander und diese Terzen sind so, wie sie entstehen, wenn man immer einen Ton auslässt. Das heißt, es können kleine Terzen sein oder große Terzen. Bleiben wir mal im Beispiel C-Dur. Das heißt, ich mache auf dem Klavier einen B. Dann wäre das die Tonika. Jetzt eine der wichtigsten und häufigsten harmonischen Bewegungen ist die Bewegung von 5 nach 1. Das heißt, Dominante, das wäre die 5. 5 deshalb, weil es ist der fünfte Ton. In C, C, D, E, F, G. Wenn wir in G-Dur wären, ist es G, A, H, C, D. Bleiben wir in C-Dur, das heißt, es ist ein G7 und die Dominante ist eigentlich das, wenn man das so kennt. Also der vorletzte, das ist die Dominante. Das heißt, der hat die große Spannung. Und der will dann unbedingt hierhin. Wir sind in C-Dur. Das heißt, wir können spielen in C-Dur. Und wir müssen aber, wenn wir diese harmonische Bewegung darstellen wollen, melodisch, was zum Beispiel schon in Kinderliedern stattfindet. Wenn wir Hänschen klein uns anhören, haben wir den Anfang. Da, 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 ba, da, da ist die Dominante, wieder die Tonika. Und das gibt es in ganz vielen verschiedenen Zusammenhängen. Und oft ist die Dominante der Akkord, der, bevor eine harmonische Bewegung zu Ende geht, stattfindet. Das heißt, die Dominante erzwingt sozusagen eine Tonika. Und jetzt bin ich mal. Thank you.
Das bedeutet, dass ich in der dominanten Situation die Töne, die zum Akkord Dominante gehören, also in unserem Fall G, H, D, F, einfach wichtiger nehme, wie die Töne, die nicht zum Akkord gehören, aber die spiele ich trotzdem auch. Das heißt, diese Töne sind dann entweder Durchgangstöne, oder, wenn ich sie mehr betone, Spannungstöne. Und genauso in der Tonika, aber umgekehrt, weil ich habe ja in der Tonika die Töne C, E, G. Vielleicht, wenn es Major ist, H noch dazu. Und in der Dominante die Töne G, H, D, F. Jetzt, wenn es ein Major ist auf der Tonika, habe ich zwei gemeinsame Töne, nämlich das G und das H, und habe aber auch fremde Töne, das D und das F. Genauso umgekehrt, das C und das E sind fremd in der Dominante, aber natürlich insgesamt im Tonmaterial erhalten. Das heißt, wenn ich jetzt allein spiele und das darstellen will, schön, dann würde ich die Töne, die sich ändern, eben auch wirklich benutzen. Jetzt gibt es natürlich nicht nur diese Bewegung, sondern einen Haufen verschiedene harmonische Bewegungen. Eine weitere im Jazz sehr oft vorkommende ist die 2x7, 5-7-1. Ihr merkt, ich kann immer die komplette C-Dur-Tonleiter spielen, aber auf eine Art sind die jeweils in der Situation stattfindenden Akkordtöne einfach prominenter. Natürlich bräuchte das eine bestimmte Übung, dass man irgendwie lernt, sich zu bewegen im Fluss. Also wenn ich jetzt einen Time habe, 1, 2, 1, 2, 1, jetzt habe ich. Und ihr merkt, ich brauche keine Rhythm Section, also kein Bassist oder kein Klavier, damit man diese Akkorde hört. Das liegt daran, dass ich das eben so spiele.